Hallo und herzlich willkommen zur 237. Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6. Wir haben ja im Armhaus geschlafen. Letzte Folge ging es darum, dass wir ein bisschen was vorgestellt haben. Wir haben schon einen sehr großen Teil des Örtchens hier vorgestellt. Unter anderem hier auch diese wunderschönen Kirschenfelder, das Bauernhaus und alles Mögliche. Was hier hinten ist, wie zum Beispiel das Lager. Das Rad, das haben wir noch nicht. Das wird wahrscheinlich in dieser Folge auch kommen. So, wir müssen was essen. So, die Schmiede. Da müsste ja eigentlich ein bisschen Eisen drin sein, ja. Und Glowstone-Staub. Also Leuchtsteinstaub ist ja auch drin. Das wollte ich mal umbenennen in Leuchtstein. Weil das klingt irgendwie besser. Wörter, die mit L beginnen, das hat irgendwas im Deutschen. Netherquarz. Komm. Hier ist die Kohletruhe. Hier ist die Kirche. Das ist wirklich Altstadt-Flair, weil hier habe ich auch nichts drin verändert. Und ich muss sagen, hier drin ist mir letztens ein Zombie gespawnt. Und hier oben drauf auch. Man kann nie genug davon haben. Ach so, hier noch ein bisschen Aussicht genießen. Ja, da ist unser Netherportal. Da habe ich so ein bisschen was davor gebaut, dass die dort nicht. Guck mal, dort schwimmen sie auch schon drin. Ist auch schön. Da. Ich weiß auch ganz genau, wie die dort hingekommen sind. Denn hier unten ist eine Öffnung. Da seht ihr auch schon eine Leiter. Da habe ich wie so eine Art Fahrstuhl gebaut. Können wir mal hinschneiden. Ja. Gläubige hier. So, da kann man nämlich hier hingehen und sagen, oh, ich möchte jetzt nach oben. Und da seid ihr oben. Guten Tag. Und genauso schnell seid ihr auch wieder unten. Ne? So. Kann man eigentlich mal hier so einen Sprintjob machen. Bam. Was macht der denn dort oben? Okay. Okay. Bist ja sehr mittig dort runter. Und da kann man dann hier so raus. Das muss ich noch ein bisschen optimieren. Das ist noch nicht genug. Da ist ja unsere Ehrenbürgerin Edith Brotfeil. Sehr gut. Hier ist die Bibliothek. Brot. Cool. Hier ist die Bibliothek. Ich laufe mit einer Fackel. Es wird ein bisschen heller. Hier kommt so ein Stand hin. Ne? Kennt ihr immer, wenn ihr in der Bibliothek seid, gibt es immer einen Dresen, wo man jetzt die Bücher anmeldet, dass man sie ausleihen kann. Ne? Das kommt dann hier hin. Da kann man sich hier ein Buch raussuchen und das dann lesen. Ja. Kommt dann noch so ein Stand, wo die Geschichte des Wendslandes drin ist. An der arbeitet ja der liebe Enrico. Genau. Gehen wir mal hier vor. Und dann kommen wir auch schon gleich zum Rathaus. Hier ist eine Mauer. So ein Durchgang, so ein Tunnel. Und hier ist so ein Damm. Ja. Und auf dem Damm kommt ein Stück Altstadtmauer. Das habe ich so vorgehabt, weil hier ist die Altstadt, kleine Gebäude. Und hier fangen die großen Gebäude an, sozusagen die neuere Stadt. Aber immer noch im Mittelalter gesehen. Ich muss auch mal den Enrico fragen, in welcher Zeitspanne wir uns da befinden. Ob das hier 13., 14., 15., 16. Jahrhundert, müssen wir uns dann nochmal absprechen. Genau, das ist hier, was wir nehmen. Also, das ist sehr willkommen, dass diese Dinge auch bei uns im Konto landen, denn die werden hier sehr oft noch benutzt. Gerade das Rathausdach hatte ich vor, in Netherstein-Treppen zu bauen. Das ist dann sehr schwierig umzustellen. So, das sind die Heidestallungen hier, Nukwen, die Eselwiesen. Und hier ist mir ein Esel despawned. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Die liebe Anni hatte auch schon mal von berichtet, dass ein Esel despawned ist. Und das ist unser letzter Esel. Das bedeutet, wenn ihr irgendwo hier einen Esel rumlaufen seht, dann schreibt es mir dringend in die Kommentare, weil die brauche ich auch dringend. Hier ist noch ein bisschen Loot. Es sind auch sehr viele Eisengolems schon entstanden. Und wie ihr seht, wird auch fleißig abgebaut. Lasst mich mal kurz hier durch. Hier ist eine Truhe. Ja, es sind auch schon sehr viele Kartoffeln entstanden.
Und hier ist wirklich richtig Tumult. Ne? Hier ist richtig Tumult. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber ich werde in nächster Zeit, weil ich glaube, dass das so am besten ist, hier stehen überall, ne, Zeugs rum, da muss ich mal abzählen, ja guten Tag, wie viel das sind, und da werde ich mal ganz viele Trichter erstellen müssen. Unser ganzes Eisen wird da wahrscheinlich drauf gehen. Ganz viele Trichter erstellen müssen, die dann hier rum sind und dann in die Truhe da vorne führen. Oder ich werde einfach mehrere Truhen hier aufstellen, dass wir nicht so viele Trichter produzieren müssen. Was ist hier los? Das ist ja der Hammer. So, da kann man hier in ein Haus, das ist die Nummer 12, genau. Dankeschön, dass er mich durchlässt. 12b und Familie Fröbelwall. Die haben auch einen kleinen Arbeitsbereich, einen Ofen, eine Truhe, eine Werkbank und hier Schlafmöglichkeiten. Ne, komm runter. So, nicht du, ich. Und hier ist die Frau Engelbert oder Familie Engelbert. Und hier ist gerade Party. Ist auch ein kleiner Werkbereich mit allen möglichen, und da steht hier auch das Bett. Was ist denn hier los? Sag mal. Konferenz der Dorfbewohner. Ist ja ganz schön krass hier. Achtung, doch, ihr Eisengolem. Hier sind ganz viele Kuchen, die habe ich schon gemacht, aber der Bäcker ist noch nicht eingetroffen. Hier soll nämlich der Bäcker entstehen, oder? Ist hier irgendwo Holz. Haben wir auch nicht mit. Haben nur ein Brot mit. Hier, hast ein Brot. Hat sogar aufgenommen. Super. Ich glaube, hier sind auch keine Truhen mehr drin im Rathaus. Das ist das Rathaus. Da guckt man dann dort so drauf. Die Tür steht auch auf. Super. Hier ist noch ein Creeper explodiert, da habe ich immer noch nicht Holz nachgelegt. Na gut. Hier ist eine Beleuchtung, die ist so mit Holzklappen angelegt. Wenn man den Schalter drückt, dann gehen die noch alle aus. Das Problem ist jetzt, wenn ich den jetzt umlege, gehen die ganzen Klappen auf. Deswegen befehle ich euch, die Lampen ein- und auszuschalten. Da wäre ich sehr dankbar für. Hier stehen alle Koordinaten dran, wo es jetzt hier zu manchen Orten geht. Und hier habe ich mich mal an der Treppe versucht, die mir auch so etwas gelungen ist. Und die geht auch schön weit nach oben in den Turm. So, hier ist die zweite Etage. Hier hat man nochmal von unten die Beleuchtung. Genau, und das ist hier noch ein bisschen Baustelle, wie ihr seht. Da kann man hier nach unten gucken, habe ich extra so gemacht. Und hier hat man dann diesen Auswurf, wo man dann runterstieren kann auf das Volk und dann predigen kann, beziehungsweise dann neue Informationen ausgeben kann. Ja, genau, hier ist das Treppenhaus. Hier oben ist eine kleine Lounge geplant. Und in der dritten Etage sind dann die Büroräume. Das wäre dann diese Etage. Shift. Genau. Wunderhübsch. Und in der letzten Etage, weil wir jetzt sind wir jetzt schon in der Turmetage. Jetzt mal weiter nach oben. So. Geht's hier hoch. Genau, hier fehlt eine Treppe. Eine Treppe hier des Steinziegels. Das ist nämlich französisch. Ne? Dass du Bescheid wisst. Das ist vom Rathaus aus in den anderen Turmen. Wer denkt, was diese Spitze ist, das ist die Spitze mit einer Fackel oben drauf des Turmes. Und die Spitze ist fast immer vom Nebel verdeckt hier, von den Wolken, wie ihr seht.
Genau. Manche bezeichnen das auch als U. Und das ist ein offenes Dach. So, Rathausdach ist offen. Hier fehlt auch noch eine Treppe. Hier fehlt auch noch eine Treppe. Siehst du mal. Oh so, ich wollte hier noch auf die andere Seite. Oh, upsala. Bett haben wir ja dabei. Genau, hier kann man auch aufs Wasser schauen und da tun wir unser Bett aufstellen hier. Und mal eine Runde schlafen. Bis morgen, meine lieben Freunde.